ging es in Teil 2 inhaltlich noch um die politisch, wirtschaftlich und sozial zwar turbulente, aber immerhin noch friedliche Zwischenkriegszeit, so spielt die Handlung des dritten Teiles von Sag bloß nichts, Geschichten einer alten Dame, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein. Am 24. Juni 1938 wurden Bruno und Margot kirchlich getraut. In Taucher war die standesamtliche Trauung. Zwei Tage später die kirchliche in Bad Sachsa. Ich konnte erst am 23. Juni nachfahren und als ich am Kurhaus aus dem Bus ausstieg, sah ich, dass fast alle geladenen Gäste bereits eingetroffen waren, auch Lothar. Er hatte sich eine Woche Urlaub genommen und alle wohnten sie im Kurhaus. An diesem Abend war Polterabend in der Villa Dorothea. Tante Else war die Königin der Nacht, wie von männlicher Seite festgestellt wurde. Sie sah aber auch wunderschön aus. Mutti hatte kleine Lämpchen mitgebracht und das Rondell vor dem Haus illuminiert. Als Schwester musste ich Margot den Brautschleier mit einem Gedicht überreichen. Bei der letzten Zeile blieb ich prompt stecken. Ich war etwas verwirrt an diesem Abend, denn bei der Herfahrt hatte ich das Wort Krieg gehört. Ein junger Mann saß mir im Zug gegenüber und zog mich ins Gespräch. Wir hatten großes Glück, wir sind knapp an einem Krieg vorbeigekommen. Ich wollte mir nicht anmerken lassen, dass ich keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Er erzählte weiter vom Einmarsch Hitlers in Österreich und seinen Ambitionen auf das Sudetenland. Auf der Straße hatten sie damals zwar geschrien, Extrablatt, Extrablatt, aber was interessierte mich das schon? Ich war nie in Österreich und würde auch nie nach Österreich fahren. Meine Gedanken führten mich immer wieder nach England. Aber der junge Mann fügte noch dazu, sicher gibt es irgendwann Krieg. Und das kam mir nicht aus dem Sinn. Krieg war für mich das Schlimmste, was es geben konnte, denn im Ersten Weltkrieg hatten wir unseren Vater verloren. Am 24. Juni fand in der hübschen kleinen Kirche die Trauung statt. Lothar und ich standen oben bei der Orgel und sangen. Gefeiert wurde in der Villa Dorothea. Unter Hallo verabschiedeten sich Bruno und Margit sehr bald. Sie fuhren an die Ostsee. Bruno musste so wie alle Ärzte sein Landvierteljahr absolvieren, das heißt ein Vierteljahr eine Landpraxis führen. Er hatte das gleich mit der Hochzeitsreise verbunden. Am anderen Tag bat Lothar Mutti um eine der noch vorhandenen Flaschen Sekt. Er suchte ein schönes Plätzchen im Garten und unter den Heckenrosen fragte er mich, willst du meine Frau werden? Ich wusste nicht, sollte ich vor Freude lachen oder weinen. Natürlich wollte ich. Während sich das junge Paar 3 Monate an der Ostsee vergnügen konnte, richtete Mutti deren Wohnung in Leipzig ein. Eine kleine 3-Zimmer-Wohnung in einem gerade erst fertig gewordenen Neubau in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals. Mutti meinte, du könntest eigentlich Margot einen Teil deiner Aussteuer geben. Schreib alles schön auf und später, wenn du einmal heiraten solltest, bekommst du alles wieder. Und ich teilte, ohne alles aufzuschreiben. In der Zeit, in der Bruno und Margot Möbel kauften, kam Hitler nach Leipzig. Der Geschäftsinhaber bot uns an, vom ersten Stock seines Geschäfts den Umzug Hitlers anzuschauen. Das Geschäft befand sich am Augustusplatz. Hier und entlang dem Ring standen die Menschen dicht gedrängt. Als Hitler, in seinem Auto stehend, langsam vorbeifuhr, winkten und jubelten sie ihm zu. Man spürte, die Menschen da unten waren zufriedene Menschen. Sie hatten Arbeit, sie verdienten gut. Mit Kraft durch Freude konnten sie verbilligte Reisen machen, Schiffsreisen nach Norwegen oder eine Mittelmeerreise. Es fuhren mehr Autos auf den Straßen und wenn junge Leute heirateten, konnten sie das Ehestandsdarlehen beanspruchen. Das waren 800 Reichsmark. Für 150 Reichsmark konnte man zum Beispiel eine schöne Küche einrichten. Für jedes neugeborene Kind wurden 200 Reichsmark erlassen. Niemand fragte, ob die Arbeit, mit der sie das Geld verdienten, eventuell dem Zweck der Kriegsführung diente. Väter konnten endlich ihre Familien ernähren und ihren Kindern Schuhe kaufen. In Taucher wurde gebaut, große Stadtteile wuchsen aus dem Erdboden. Von der tschechischen Grenze wurden Betriebe in unsere Gegend verlegt und die Belegschaft brauchte Wohnungen. Auch österreichische Familien kamen nach Taucher, um in diesen Betrieben zu arbeiten. Ich brauchte wieder mal Zubehör für ein neues Kleid, das ich immer in einem Geschäft in der Grimmerschen Straße besorgte. Als ich hineingehen wollte, vertrat mir ein SA-Mann den Weg. Sie gehen da nicht hinein. Und weshalb nicht?
Das ist ein jüdisches Geschäft. Gehen Sie weiter. Widersprechen durfte man nicht, das wussten wir sehr bald. In Taucher ging die Kunde um, ein kleines Mädchen erzählte auf dem Schulweg seiner Freundin, wenn Goebbels spricht, schaltet mein Papa das Radio aus. Es dauerte nicht lange und der Papa wurde abgeholt. Als am 10. November 1938 die Straßenbahn in Leipzig einfuhr, es war eine lange, breite Geschäftsstraße, sah ich eine zertrümmerte Auslagenscheibe. Einbrecher war mein Gedanke. Ein paar Häuser weiter wieder eine kaputte Scheibe, dann auf der anderen Seite. Das müssen mehrere Einbrecher gewesen sein. Plötzlich rief der Schaffner in den Waggon hinein. Wir fahren heute nicht um den Ring. Am Hauptbahnhof ist Endstation. Die Fahrgäste waren ganz still. Wussten sie, was da passiert war oder wussten sie es nicht? Ich jedenfalls hatte keine Ahnung. Ich ging zu Fuß durch die Innenstadt und als ich zum Ring kam, sah ich's. Die Synagoge brannte lichterloh. Sie stand ganz in der Nähe unseres Geschäftshauses. Warum macht man das, dachte ich. Als ich eines Tages in der Mittagspause auf den Ring hinunterschaute, fuhr eben ein Lastauto um die Kurve. Darauf standen dicht gedrängt Menschen. Ich rief eine Kollegin, was hat das zu bedeuten? Sie wusste es auch nicht genau. Wahrscheinlich sind das Juden, vielleicht werden die irgendwo gesammelt. Von einem Konzentrationslager wussten wir beide nichts. Als ich am Abend nach Hause fuhr, erzählten sich die Leute in der Straßenbahn, dass Juden aus ihren Wohnungen getrieben worden waren. Die Juden in Leipzig waren zum größten Teil sehr reich und gebildet und sie bewohnten die vornehmsten Stadtviertel. Der Brühl war weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt für Kirschnereien. In dieser Straße gab es nur Pelzgeschäfte, eines neben dem anderen, die in jüdischem Besitz waren. Ein Cousin von Mutti hatte zusammen mit einem jüdischen Kompagnon ein solches Pelzgeschäft. Als Muttis Onkel seinen 80. Geburtstag feierte, waren Tante Gretchen, Mutti, Margot und ich, wir waren damals noch Kinder, eingeladen. Das Treppenhaus war mit Läufern ausgelegt, für Lieferanten gab es einen eigenen Eingang. Und als wir die riesige Wohnung betraten, glaubte ich, in einem Palast zu sein. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr meinem Chef empfohlen wurde, seinen Arbeitnehmern Weihnachtsgeld zu bezahlen, freiwillig. Auch die Höhe war nicht vorgeschrieben. Kurz vor Weihnachten übergab mir mein Chef einen Umschlag mit den Worten, Sie bekommen das meiste und damit sind Ihre Überstunden abgegolten. Und bitte, über Geld wird in meiner Firma nicht gesprochen. Ich traute meinen Augen kaum. Im Umschlag waren 2 Monatsgehälter. Auch das Urlaubsgeld wurde eingeführt. Lothar wollte sich selbstständig machen, musste aber vorher sein Landvierteljahr absolvieren. Dort wurde er von einem Ärzte-Ehepaar mit deren Nichte regelrecht verkuppelt. Sie stammte aus sehr reichem Haus. Aus war's. Ich glaubte, für mich bricht eine Welt zusammen. Ich war danach auch krank und wollte nicht mehr unter Menschen gehen. Loli holte mich nach Wochen aus meiner Isolation. Mutti hatte einmal gesagt, Vermögen kann ich euch nicht mitgeben, aber ich ermögliche euch eine gute Schulbildung und eine sehr gute Kinderstube. Damit müsst ihr euer Leben selbst gestalten. Tante Hannchen kam oft verzweifelt zu uns. Sie war in großer Sorge. Onkel Alfred hatte einen Bekannten, dessen Kino abgekauft, da dieser als Jude schnellstens Deutschland verlassen wollte. Aber das Kino war schlecht besucht und wie sich herausstellte, hoch verschuldet. Der Bekannte war längst über alle Berge. Auch Muttis Cousin hatte ähnliche Erfahrungen gemacht. Er kam eines Tages in der Früh ins Geschäft. Es war total ausgeräumt und das Bankkonto geplündert. Der Kompagnon war verschwunden. Er hatte Deutschland verlassen. Um Dienstschluss kümmerte ich mich nie. Ich arbeitete so lange, bis mein Pensum erledigt war. An Tagen, an denen mein Abonnement in der Oper an der Reihe war, stand ich oft um 19 Uhr noch beim Chef und er übergab mir meine Arbeit für den nächsten Tag oder er diktierte mir. Um 7:30 fing die Oper an. An diesen Tagen protestierte ich. Ich zog mich schnell in unserer Garderobe um und eilte durch die Grimmasche Straße über den Augustusplatz zur Oper. Der Logenschließer stand meistens schon parat, denn er wusste inzwischen, wenn ich beim zweiten Läuten noch nicht da war, dass ich mit Einsetzen der Obertüre erschien und er eröffnete mir noch schnell die Tür zur Loge. Bruno hatte für Margot diese Loge für jede Woche abonniert. Margot aber war das zu viel und so übernahm ich alle 14 Tage dieses Abonnement.
Für Anfang Juni 1939 hatte ich eine Reise nach Bled in Jugoslawien gebucht. Meine erste Auslandsreise. Mein Chef meuterte, es ist so viel zu tun, fahren Sie doch erst im Herbst. Ich fuhr aber dann doch. Als ich zurückkam, war Peter am 24. Juni geboren. Ich war zum ersten Mal Tante geworden. Zu Hause lag ein Brief von Reinhold. Er musste seinen Wehrdienst und vorher ein Jahr Arbeitsdienst ableisten. Er freute sich riesig, dass im August damit Schluss war. Insbesondere wir Akademiker werden unmöglich behandelt, schrieb er. Aber sein Wehrdienst ging nahtlos in den Kriegsdienst über. Tante Else war aus England gekommen, denn Anfang August war Peters Taufe und am 26. August eine Hochzeit in Weimar, zu der wir alle eingeladen waren. Anfang August gab es das erste Mal Schwierigkeiten beim Einkaufen. In der Molkerei wollte man mir keine Butter geben. Als ich erklärte, dass wir meiner Tante aus England keine Margarine vorsetzen könnten, bekam ich Butter mit der Bemerkung, für Besuch aus dem Ausland bekommen Sie Butter. Etwas lag in der Luft. Es sprach sich herum, dass jüngere Jahrgänge einen Stellungsbefehl erhalten hatten. Auch die Hochzeit am 26. August konnte nicht stattfinden, denn anstatt vor dem Traualtar zu stehen, musste sich das Brautpaar am 26. August am Bahnsteig verabschieden. Tante Else bekam Angst. Ich muss zurück nach England. Mutti wollte sie beruhigen. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, dann ist er in Kürze wieder beendet. Bleib da! Tante Else erfuhr, dass am gleichen Tag um 24 Uhr Mitternacht der letzte Zug über die Grenze fährt. Mutti und ich brachten Tante Else zu diesem 24-Uhr-Zug nach Leipzig zum Hauptbahnhof. Der riesige Bahnsteig war vollgestopft mit Menschen. Es waren Juden, die alle noch raus wollten aus Deutschland. Sie standen da mit riesigen Bündeln aus Leintüchern und mit Koffern. Die Kinder hielten ihre Püppchen und Teddybären im Arm. Große Aufregung überall. Es war zum Heulen. Der Zug fuhr ein. In sämtlichen Waggons kein Zentimeter Platz mehr. Die Menschen hingen wie Trauben aus den offenen Fenstern und hielten sich an den Griffen der geöffneten Türen fest. Zum Glück war Tante Elsie sehr schlank und hatte nur ein kleines Köfferchen dabei. Mutti und ich schoben sie mit aller Kraft in einen Waggon. Für die Menschenmassen wurden Waggons angehängt. Mutti liefen die Tränen, als wir den Bahnhof verließen. Mutti wollte am 1. September nach Frankfurt am Main fahren. Tante Anna hatte die Villa Dorothea verkauft und besaß nun ein mehrstöckiges Haus in Frankfurt. Eine Bekannte hatte sie dazu überredet. Sie wollten gemeinsam ein schönes Alter verleben. Es ist der 1. September 1939. Ich komme ins Büro. Unser Prokurist kommt mir den langen Gang aufgeregt entgegengestürzt. Fräulein Löser, Hitler ist in Polen einmarschiert. Es ist Krieg. Momentan war ich erstarrt. Mir fiel ein, vor einigen Tagen mussten wir alle hinunter ins Erdgeschoss. Männer waren da und zeigten uns, wie man Gasmasken aufsetzt. Ich hatte das Gefühl, ich ersticke unter dieser Maske. Krieg. Ich dachte wieder an Mutti, die in wenigen Stunden nach Frankfurt am Main fahren wollte. Ich bat unseren Nachbarn, Mutti ans Telefon zu holen. Wir hatten kein Telefon. Du kannst nicht fahren. Hitler ist in Polen einmarschiert. Es ist Krieg. Wo ist Frankfurt und wo ist Polen? Das dauert sowieso nur ein paar Tage. Ich fahre. Typisch Mutti, sie verreist ja so gerne. Am Abend fuhr ich nach Taucher, um zu sehen, ob Mutti nicht doch geblieben war. Sie war nicht da. Es war vereinbart, dass ich die 2 Wochen während Muttis Abwesenheit zu Margot fahre, damit sie abends nicht so alleine ist. Bruno war einberufen. Margot war zwar nicht allein, aber sie hatte ein sogenanntes Pflichtjahrmädchen, aber das ging abends nach Hause. Der Einmarsch in Polen dauerte wirklich nicht lange, aber wir wussten nun, dass das noch nicht das Ende war. Zu Beginn der Hitlerzeit wurden die Haushalte aufgefordert, ein Radio anzuschaffen. Es gab die sogenannten Volksempfänger. Wir hatten einen solchen. Es sollten hauptsächlich die Reden von Goebbels gehört werden. Zumindest Mutti hörte nun laufend Nachrichten. Wir wohnten am Stadtrand von Taucher in Richtung Leipzig. Schon längere Zeit hörten wir nachts seltsame Geräusche. Wir kamen bald drauf, es waren Panzer, die da auf der Autobahn rollten, die einige Jahre zuvor gebaut worden war. Von Zeit zu Zeit klirrten mehrmals am Tag unsere sämtlichen Fenster, sodass wir befürchteten, dass sie zerspringen. Das sind die V-Waffen, die Schneider baut, hieß es. Schneider war eine Fabrik kurz vor Leipzig, die bis dahin Lampen und Kinderwagen erzeugte. Man konnte nicht mehr einkaufen, was und wie viel man wollte.
Es gab Lebensmittelkarten. Brot, Semmeln, Milch und Butter waren wöchentlich eingeteilt. Wenn ich mich noch recht erinnere, wurden Mehl, Zucker und alle anderen nach Aufruf vergeben. Die Karten mussten in bestimmten Geschäften angemeldet werden. Brot gab es 1 Pfund pro Woche und Person, Butter 1/4 Pfund. Das Brot klebte. Mutti gab mir in der Früh als Tagesration 2 dünne Scheiben Brot mit dünn aufgestrichener Leberwurst mit ins Büro. Wenn ich im Winter auf dem Weg ins Büro das Brot gefroren war, legte ich es auf den Heizkörper und als ich es mittags essen wollte, war die Leberwurst zu Mehl zerbröselt. Aber vorläufig hatten wir noch sehr viel Eingewecktes im Keller. Sämtliche Fenster mussten mittels schwarzer Rollos bei eintretender Dunkelheit verdunkelt werden. Blenden an den beiden Seiten verhinderten, dass der geringste Lichtschein nach außen drang. Das wurde streng kontrolliert und die Straßen waren stockfinster. Im Frühjahr 1940 häuften sich die Rufe Extrablatt auf den Straßen. Hitler war, um die Maginot-Linie zu umgehen, die die Franzosen zur Befestigung der französischen Ostgrenze gebaut hatten, in die neutralen Länder Holland und Belgien einmarschiert und weiter nach Frankreich. In diesem Jahr fand die Hochzeit in Weimar statt. Brunos Bruder, der Bräutigam, hatte Urlaub bekommen. Er erzählte von seinem ersten Erlebnis im Polenfeldzug. Er lag im Schützengraben. Sein Nachbar schrie: "Schieß! Ich kann doch nicht einen Menschen totschießen. Dann bist du in wenigen Sekunden selbst eine Leiche." Und dann schoss er. Unsere Firma musste einen Gefolgschaftsraum einrichten. Wir wussten zwar nicht warum, aber es war für uns ganz angenehm. Wir verbrachten hier unsere Mittagspause. Irgendjemand bot uns an, warmes Essen in die Firma zu bringen. Spinat mit Kartoffeln oder Kraut mit Kartoffeln und ähnliches. Manchmal gab es auch Spiegelei dazu. Es war reichlich, schmeckte gut, war billig und was die Hauptsache war, es war markenfrei. Eines Tages in der Adventzeit ging plötzlich das Licht aus. Die ganze Firma war dunkel. Mein Chef ging mit mir in den Gefolgschaftsraum und holte ein großes Paket mit Kerzen zur Verteilung in den Büros. "Schade", sagte ich. "Die könnte man gut für eine Adventfeier verwenden." Am anderen Tag rief mich mein Chef: "Ihr Vorschlag von gestern ist genehmigt. Wann und wie überlasse ich Ihnen. Geld spielt keine Rolle." Ich besprach mich mit einigen und wir fassten den kommenden zweiten Adventssonnabend ins Auge. Ich ersuchte alle, ein paar Marken für belegte Brötchen einzusparen. Unsere Packer mussten den riesigen Ausstellungsraum ausräumen. Ich lieh Tische und Stühle aus, Geschirr, ein Klavier mit Pianist und Geigenspieler. Bestellte im erstklassigen Blumengeschäft Hanisch in der Grimaschen Straße dem Advent entsprechende Tischdekoration mit Kerzen und suchte um Genehmigung an, dass einer unserer Firmen-Pkw in der Nacht private Fahrten machen durfte, denn einige mussten nach Hause gebracht werden. Am Sonnabend war ausnahmsweise Mittagsdienstschluss. Einige blieben und halfen mir beim Belegen der Brötchen. Am Nachmittag brachten manche Kuchen mit oder gemahlene Kaffeebohnen, Zucker oder Milch. Mutti hatte mir einen Kirschkuchen mitgegeben. Es waren wunderschöne Stunden in dieser tristen Zeit. Wir tanzten bis Mitternacht. Der Luftschutzdienst wurde eingeführt. Das hieß, auch in der Nacht durfte die Firma nicht unbelegt sein. Wir stellten einen Plan auf, jeweils 3 Personen mussten Nachtdienst machen. Wir hatten schon einige Zeit die 60-Stunden-Woche, bei gleichem Gehalt natürlich, von 7 bis 19 Uhr und Sonnabend von 8 bis 14 Uhr mit 1 Stunde Mittagspause. Montag bis Freitag machte mir der Nachtdienst nichts aus, denn ich arbeitete sowieso fast immer bis 20 oder 21 Uhr. Nach dem Nachtdienst konnten wir um 7 Uhr nach dem Eintreffen der Ersten in der Firma nach Hause gehen und brauchten erst um 11 Uhr wieder zu erscheinen. Sonnabends war Luftschutzdienst von 19 Uhr abends bis 7 Uhr früh und sonntags von 7 bis 19 Uhr. Dann kamen die Nächsten. Wenn mein Chef wusste, dass ich an der Reihe war, kam er abends wieder in die Firma. Er ging fast täglich nachmittags aus dem Haus und stopfte mich voll mit Arbeit. Nach Mitternacht erschien er dann wieder und wollte unterschreiben. Er staunte groß, weil es nur weniges war, was ich erledigt hatte. "Ich habe ja Nachtwache", entschuldigte ich mich. "Naja, ist schon gut. Schließlich war ja auch ich mal müde." In der kalten Jahreszeit liefen BDM-Mädchen in der Stadt herum und verkauften kleine Holzschnitzereien, die im Erzgebirge gefertigt wurden. Ich besinne mich noch gut an die kleinen Trachtenpärchen und die Eisenbahnwaggons.
Insbesondere Kinder bettelten die Mütter zu kaufen. Sie sammelten die Pärchen und stellten lange Züge zusammen. Das war ein einträgliches Geschäft. Winterhilfe nannte man das. Im Sommer wurden dann künstliche kleine Blumen zum Anstecken verkauft. Im Juni 1941 fuhren Mutti, Margot, Peter und ich in Urlaub nach Bad Sachsa zu Tante Emmy. Als Tante Anna nach Frankfurt übersiedelte, nahm sich Tante Emmy in Bad Sachsa eine kleine Wohnung. Großvater lebte schon lange nicht mehr. Ich übernachtete bei Bekannten von Tante Emmy. Am 22. in der Früh wachte ich durch erregtes Stimmengewirr auf. Es klopfte an meiner Tür. Hitler ist in Russland einmarschiert. Als ich zum Frühstück rüberkam und Mutti und Margot die Nachricht überbrachte, heulte Margot bitterlich. Und immer muss Bruno mit. Ist denn noch nicht bald Schluss? Margot wusste, dass Bruno an der russischen Grenze eingesetzt war. Zwar nicht direkt an der Front, sondern als Arzt in einem Lazarett. Sie hatte kurz vorher Feldpost erhalten. Bruno schrieb, es liegt was in der Luft, aber nicht mit, sondern gegen. Jetzt war ihr klar, was er damit gemeint hatte. Margot erwartete ihr zweites Kind. Als wir wieder zu Hause waren, gab es den ersten Fliegeralarm. Gegen Mitternacht heulten die Sirenen. Bis dahin fühlten wir uns ziemlich sicher, denn Leipzig war weit von den Grenzen entfernt. Wir zogen uns an, liefen in unseren Keller und warteten. Bald kam die Entwarnung. Unser Keller war ein Gewölbe und daher sehr gut geeignet als Schutz vor eventuellen Bomben. Von da an hatten wir öfter Fliegeralarm. Fast immer in der Nacht saßen wir stundenlang im Keller. Allmählich wussten wir, ob es Alarm geben wird oder nicht. Das richtete sich nach dem Wetter. Wenn die Musik im Radio plötzlich aufhörte und Kuckuck, Kuckuck erschallte aus dem Apparat, dann kam eine Meldung, dass Bomber von der Nordsee her eingeflogen waren und wir konnten auf einer großen Deutschlandkarte, die über dem Radio hing, nach Angaben die Flugrichtung mittels bunter Stecknadeln verfolgen. Wenn Leipzig in Gefahr war, ging ich nicht schlafen, sondern wartete auf den Alarm. Oft kam die Mitteilung, die Flugzeuge sind auf dem Rückflug erst nach Stunden, sodass ich mich gleich bereit machte, um ins Büro zu fahren. Meine Skier wurden abgeholt für die Soldaten. Wir wurden aufgefordert, aus Wollresten Quadrate in angegebenen Maßen zu häkeln oder zu sticken, die von der Frauenschaft abgeholt und zu Decken zusammengesetzt wurden. Für die Soldaten in Russland. Mutti konnte nicht mal mehr ein Zimmer ordentlich heizen, deshalb fuhr ich nach Dienstschluss oft zu Margot. Einmal war Mutti sogar der Kaffee in der Tasse gefroren. Wenn ich abends zu Margot fuhr, musste ich von der Straßenbahn ein Stück durch eine Villengegend gehen mit großen Gärten und großen Bäumen, die über die Zäune hingen. Fenster und Straßen stockfinster. Wir hatten Phosphorplaketten angesteckt und wenn dann so ein kleines Funzelchen oder gar eine brennende Zigarettenspitze auf mich zukam, hielt ich den Atem an, bis ich vorbei war, obwohl ein Vergehen schwer bestraft worden wäre. In Margots hübscher kleiner Wohnung war es dann warm und gemütlich, denn Margot hatte Zentralheizung. Einkaufen war früher auch nicht so einfach wie heute. Es gab keine Supermärkte und keine Discountgeschäfte, in denen man sich der fertig verpackten Lebensmittel bedienen konnte. Man ging zum Bäcker, zum Fleischer, mit einer Kanne ins Milchgeschäft, ins Lebensmittelgeschäft, wo die gewünschten ein Viertel, ein Halb oder ein Pfund abgewogen und in Tüten gefüllt wurden. Wenn man Glück hatte, gab es im Lebensmittelgeschäft auch Gemüse oder ein paar Wurstsorten. Das nahm oft sehr viel Zeit in Anspruch. Noch vor dem Krieg fuhr wochentags oft ein offener Pferdewagen durch unsere Straßen. Ein Mann machte durch Läuten mit einer Glocke und Rufen in den Höfen darauf aufmerksam, dass er Kartoffeln, frisches Gemüse und Obst verkaufte. Im Krieg gab es das nicht mehr, aber das wenige, was es gab, hatte Geschmack. Gegen Ende 1941 musste mein Chef zum Militär. Er kam zwar nicht an die Front, aber er war nicht mehr da. Unser Prokurist und das andere männliche Personal waren viel älter als er, sodass sie uns, wenigstens vorläufig noch, erhalten blieben, denn die Firma war als kriegswichtig eingestuft. Abwechslung gab es für uns jungen Leute kaum. Samstagnachmittag traf ich mich meist im Kaffeehaus mit meiner Freundin. Ansonsten viel Arbeit und wenig Schlaf, denn die Sirenen heulten jetzt oft. Gerne ging ich mit Mutti zu Dorle, die mit ihrer Familie und Tante Gretchen in Taucher am Park wohnte.
Dolle war ein überaus fröhlicher Mensch, obwohl sie auch viel beschäftigt war, denn sie wurde wie so viele Frauen, die keine Kinder mehr zu versorgen hatten, dienstverpflichtet ins Rathaus nach Taucher. Dolle musste den Bauern aus der Umgebung Schlachtgenehmigungen erteilen. Dann hieß es: Schicken Sie die Oma, wenn es dunkel wird, mit einer großen Kanne. Tante Gretchen kam zurück mit der Kanne voller Wurstbrühe, in der ein paar Würste schwammen. Eine Delikatesse zu dieser Zeit. Es war oft so viel, dass Dolle gleich einen Teil einweckte. Ernie meldete sich wieder. Er stand eines Abends unten, als ich aus dem Büro kam. Er hatte sich vorher telefonisch vergewissert, ob es mich in der Firma Hans von Stern noch gäbe. Er kam aus Prag. Ich konnte wieder einmal nobel essen gehen. Für viel Geld war das ohne Marken möglich. Er hatte geheiratet, einen Teil seiner Firma nach Berlin verlegt und wohnte am Kurfürstendamm. Nobel.